So, wir wollen jetzt hier in Leipzig, wo wir jetzt hier außen das Abwasser bis vorne anschließen. Jetzt haben wir das Problem, ich wollte gerne dicht an der Wand bleiben mit dem Rohr. Problem ist nur, wenn ich jetzt hier so ein Y-Stück mache, wird hier vorne 45 Grad bis in die Wand rein, weil ich muss ganz dicht an der Wand bleiben, müsste ich hier ganz tief ausstemmen und da hinten haben wir ja Kies, also keine Chance. Und jetzt das Rohr liegt hier im Beton. Deshalb müssen wir jetzt mal was messen. Und zwar, ich habe hier mal einen 90 Grad Bogen. Und hier, das ist 125 auf 100. Das Abwasserrohr vorne ist 125. So, da müssen wir dann jetzt mal messen, wie wir das machen. Und zwar, ich habe da vorne einen Laser aufgestellt, habe ihn auf Infrarot geschaltet. Und der Victor misst jetzt mal da oben, auf welche Höhe wir das sind. Was haben wir, Unterkante? 127,5. So, 127. So, und jetzt gehen wir mal vorne hin zum Messen. So, hinten steht der Laser. Und der Victor geht jetzt mal auf das Abwasserrohr, auf Oberkante auch. Dann schieben wir den Laser mal auf Höhe. Höher wahrscheinlich noch. Ne? Dann kann ich euch mal zeigen, wie das Gerät von vorne aussieht, das Infrarotgerät. So, jetzt können wir hin und her schieben, das sind die Pfeile, in welche Richtung man schieben muss. Hopp, jetzt haben wir die Mitte erreicht. Und dann gucken wir jetzt, was wir Unterkante haben. 46. So, das würde passen. Und zwar müssen wir dann, das hier ist das Abwasser von der Küche nur dran, das wäre nicht ganz so schlimm. Und zwar, wir können nur mit 1% Gefälle dann arbeiten, weil wir haben jetzt 19 cm haben wir jetzt bis zu dem Rohr. Und das sind ungefähr so 17, 18 Meter, also grob 1% Gefälle müssen wir dann durchgehend bauen. Jetzt müssen wir hier einen Schaum rausschneiden, dass wir wirklich dicht hier an die Wand kommen, weil wir brauchten 125 und haben natürlich keine Schellen vorhin im Baumarkt gefunden, aber haben Dachrinnenhaken gefunden für 125er Rohr. Und da legen wir das Rohr dann hier hinten an der Wand entlang rein mit 1% Gefälle, machen da vorne einen Durchbruch rein in das Häuschen. Hier vorne ist ja der Raum, hier hat damals die Bodenplatte gegossen, wenn ihr euch erinnert. Der Kunde hat jetzt hier oben drauf Steine gemauert. Und wir schneiden nachher hier hinten dann aus, wo wir hinten durchgehen. Und innen drin setzen wir wieder ein Y-Stück, wo wir dann vom Pool das Abwasser reinpumpen können. Von den Filtern. Und gehen dann durch den Schacht vorne durch, bis um die Ecke rum und müssen das nach vorne anschließen. Und was hier auf die Wand noch drauf kommt, das ist zwei Leerrohre für den für die Wärmepumpe, die gehen hinten durch, weil die Erdbohrung kommt da drüben hin. Das heißt, die gehen hier entlang. Plus nochmal zwei Leerrohre oder drei Leerrohre legen wir dann für Strom, Wasser und so weiter, was alles noch kommt, Gartenbewässerung und sowas. Das ziehen wir auch hier über die Wand drüber, weil hier vorkommt die Wand von dem Pool. Die wird hier vorab gemacht. Das heißt, hier kommt jetzt hier das Plateau, ist ausgebaggert, hier kommt die Bodenplatte vom Pool rein. Und da müssen wir natürlich dann auch hinter die Leerrohre in dem schmalen Spalt dann verlegen, weil hier ist ja der Luftbrunnen, das sind einer der ersten Videos, am Anfang der Videos, wo wir den Luftbrunnen hier gebaut haben, wo wir nachher die ganze Luft für das Haus saugen wir über diesen riesen Kiesfilter an, um im Haus dann immer frische Luft zu haben. Und die Luft kühlt natürlich dadurch und so weiter. Im Winter wird sie vorgewärmt und alles mögliche, aber da kommen wir nochmal drauf, wenn wir das nachher dann fertig haben. Aber jetzt müssen wir erstmal ein paar Rohre bauen. Und dann bauen wir jetzt erstmal hier oben die. Quasi, und das komplett versenken. Ja, genau. Das heißt, fast komplett versenken.
Ja, auch genug Flutschi. Tam, tam, tam. Das Kleid mitgekleidet. Tja, so nach dem Horn nicht anschreckt, ne? Jetzt haben wir's. So, und jetzt hier unten das Stück dran machen. Ich wäre gerne ein bisschen lieber höher geblieben, aber hier haben wir noch 1% Gefälle, aber das reicht ja aus. Das ist nur Küchenabwasser. Da kann ja so viel basieren. So, andere Chance haben wir nicht. Weil wir jetzt, wenn wir hier einen 45 plus den hier drin versenken, dann müssten wir ja 40, 50 rein in die Wand, wahrscheinlich nicht ganz, aber und dahinter ist ja der lose Kies. Das wird nicht funktionieren. So. Flung. So. So. Irgendwann liegt hier oben noch eine Mauer drauf, der 6er Bohrer. Irgendwo habe ich den hingelegt, den 6er Dübel. 6er Bohrer. Hier. Ich glaube, da ist was runtergefallen, ja. Und ich wollte gerade noch die Schulkarte mal so schrauben. Ja, Fitch. Nee, weil innen nur 4,5 war, ich wollte auf 4. Hä? Ja, dann müssen wir gucken, dass wir ein minimales Gefälle drin haben. Aber was wir machen können, ich hätte nur eine Idee. Wir stecken hinten ein Rohr rein. Oder vorne, ist egal. Und lassen wir den Zentimeter ausmessen. Weißt du, dann können wir dann auch mal da einen. Machen wir dann hier 125. Wo liegt der drin? Ne, da ist schon mal die Muffe. Ne? So, das heißt, wir stecken das jetzt erstmal hier drüber. Und hängen da hinten den Haken hin. Da hinten machen wir den Haken hin, da. Wir messen jetzt hier, dass wir hier 1 cm Gefälle drin haben. Ja, mach mal. Da hinten malen wir an. Ja. So, wir erstmal gucken, wo gerade ist. So wäre gerade. Dann mach dir gleich mal eine Markierung hin. Warte mal gerade. Bisschen tiefer. Bisschen höher. So bei Waage, genau. Machen wir gerade machen. Waage. Jetzt muss Waage, dann machen wir gleich minus 1. Minus 2 Meter, minus 2 dann. Ne? 10 Zentimeter. Haben wir noch gesagt, wenn wir 18 Meter haben. Pro Meter 1 Zentimeter, ne?
So, jetzt haben wir es mal ausgeschäumt. Beim Hartwerden, weil wir nachher unten wieder mehr aufschneiden müssen noch. Und weil die kommen eine ganze Menge Rohre noch durch, die wir durchkriegen müssen. Deshalb kann erstmal hart werden. Dann kann man da weiterarbeiten dran. So, Victor quetscht gerade die Rohre im Technikraum. Technikraum 2 hier draußen. Brauchst du einen anderen Akku, ne? Bitte! Ja! So, pro Core 8 Ampere, der muss halten. Das ist Belastungstest für die ganze Maschine. Mhm. So, da kommt es jetzt raus. So, wir haben jetzt noch 6 cm für die restlichen 4 Meter Rohr. Müssen wir ein bisschen die Ecke nach vorne bauen. Weil da vorne vor der Zisterne, da vorne vor der da, da vorne ist auf. Da ist das Rohr, nicht das Rohr. Das ist noch ein Rohr, was wir daneben reinführen. Sondern das Rohr ist da vorne vor der ersten Zisterne, ist das Abwasserrohr.
könnte. Ah, scheiße. Ja, das ist alles voll. Das ist wirklich kaputt. Jetzt muss ich sowieso ausziehen. So, nachdem das Mikrofon teilweise nicht funktioniert hat, aber jetzt geht es ja wieder. Die beiden unteren dicken Rohre, das sind 160er Leerrohre, die sind für die Wärmepumpe Vorlauf-Rücklauf von den Erdbohrungen, die noch kommen. Da drüber, da haben wir dann ein Leerrohr liegen, das 100er, und die beiden oberen 100er Leerrohre, die sind aber für die Gartenbewässerung, für die Gartendusche, Beleuchtung, was im Garten reinkommt, alles, was auch sonst noch so durchgeschoben werden muss, weil jetzt hier vor wird jetzt der Pool betoniert. Das heißt, hier unten kommt jetzt die Bodenplatte rein und hier vorkommen die Wanden im Pool. Und jetzt haben natürlich wahrscheinlich manche Sorgen, dass die Haken irgendwann mal abreißen oder sowas, wenn die Schrauben mal weggerostet wären. Und zwar, wir werden hier dann zwischen dann Sand auffüllen, der dann zwischen die ganzen Rohre rutscht. Das heißt, die Rohre werden nie mehr absacken. Brauchen wir jetzt keinen Kopf zu machen, das kann man ein bisschen einschlemmen. Das machen wir dann im Zuge, wenn wir jetzt den Pool hier hochbauen. Danach, wenn der voll betoniert ist, werden wir dann dazwischen dann verfüllen. Da kann da auch nichts mehr passieren, da sind die Rohre auch weg. Und die beiden oberen haben wir so relativ hochgelegt, das wird die oberen, die ganz oben liegen, hier die Rohre. Die oberen Rohre, die sind danach für Gartenbewässerung und Kabel im Garten, was jetzt relativ weit oben ist, wo wir jetzt so tief graben müssen. Und das eine Rohr, wo der Bogen aus der Wand kommt, das ist das Abwasserrohr von der Küche. Wir haben das nach hinten weitergelegt für die Gartendusche und das geht durch den Raum durch und im Raum haben wir noch ein Teestück sitzen und dann geht es da hinten raus dann zur Richtung Rohr, was zur Straße noch geht. Haben wir das auch schon mal drin. Was wir jetzt machen, hier ist ja die Abluft, die Abluft. Wir saugen ja die Luft durch den Kiesfilter ins Haus, durch den Luftbrunnen, und die Luft, die aus dem Haus rauskommt, kommt ja hier raus. Die werden wir jetzt, hier das Rohr werden wir jetzt kürzen. Wenn wir ein Reststück Rohr haben von dem 250er, werden dann hier zwei 45 Grad Bögen setzen, gehen hier durch die Wand und blasen die Luft in den Raum hier rein und werden dann da später Gitter Richtung Garten hinten raussetzen, wo die Luft dann rausgeblasen wird und der Raum ist dann immer quasi warm. Das heißt, im Winter kann ich es einfrieren, weil wir die Luft vom Haus aus ja da rauspusten. Also warm ist relativ, aber zumindest mal so, dass nichts einfriert. Die beiden unteren Rohre, die man da vorne sieht, die da unten jetzt rauskommen, das sind nachher die Bodenabläufe von den beiden Poolteilen, die hier drüben, die da vorne unten rausgucken, die haben wir schon mal reingemacht. Da wird dann der Bodenablauf von dem großen Pool und von dem kleinen Pool, sind ja zwei Pools ineinander, die wir da bauen wollen, da wird das dann unten da durchgehen. Und da gibt's, da habe ich ja damals, wenn ich erinnere, wo ich die Bodenplatte betoniert habe, gab es ja zwei Abläufe, die sehr tief waren, die in den Keller reingehen, weil die gehen ja an die Filteranlage auch dran. Und da kann man es dann auch später dann ablassen.
So, jetzt haben wir das Zuluftrohr, haben wir es hier reingelegt und haben dann noch ein bisschen größer ausgeschnitten und haben jetzt mal aus die Reststücke an Rohren hier, da haben wir jetzt nochmal 12 Durchführungen gemacht hier oben für nachher von Pumpooltechnik, Beleuchtung und sowas für Kabel und natürlich für die ganzen Wasserrohre. Und das Rohr, was in der Mofa da oben rausguckt, das ist natürlich von der Überlaufrinne, wir bauen hier einen Überlaufpool, was dann da reingeht, das muss natürlich in den Schwallwassertank, der in den Keller kommt, da muss natürlich dann noch angeschlossen werden und das müssen wir natürlich später noch bauen, aber erstmal die Rohre drin, dass man verfüllen der Wand auf jeden Fall die Rohre schon mal drin sind, dass wir nachher nicht mühsam da keinen Bogen machen oder rausstemmen müssen. Da haben wir wirklich schon mal 12 Anschlüsse drin. So, der Kunde hat hier schon mal im Garten Leerrohre verlegt gehabt, das sind Rohre für Elektrokabel und sowas. Hier liegen auch für die Gartenbewässerung und Zuleitung für Wasserhahn, allem drum und dran liegen hier schon Rohre. Und die müssen natürlich auch in den Keller jetzt unten reinkriegen. Und da unten haben wir jetzt das KG-Rohr gefunden. Graben wir das ein bisschen vorne, haben wir da schon mal ein ganzes Stück ausgegraben. Jetzt graben wir jetzt noch den Rest aus, dass wir das Rohr anschließen können.
So, morgen sind wir zwar nicht hier, aber morgen kommt der Baggeronkel. Und der baggert hier neben das frei und macht noch die letzte Verbindung von dem 125er Abflussrohr hier vorne dran. Und dann ist noch warten auf das Gas. Das geht hier rein, dann kann nämlich hier zugemacht werden. Wenn wir dann hier bis oberhalb von den Rohren gefüllt haben, dann müssen wir noch von den Regenwaldzisternen, gibt es einmal den Zulauf noch von den Dachrinnen hier vorne. Und dann müssen wir noch da ein Rohr reinbauen, wo wir das einen Schlauch durchlegen für die Pumpe da drin, Füllstandssensor und so weiter. Die Zisternen sind dann mit Rohren miteinander verbunden, das heißt, die füllen sich gleich auf. Aber dass wir da oben dann noch ein paar mehr Durchbrüche dann noch machen werden, wenn das hier mal soweit verfüllt ist und hier unten der Kanal liegt, das kommt dann noch. Ja, das war mal Aktion Leipzig ungeplant mit den Rohren. Aber nicht schlimm. Und jetzt tun wir innen noch schnell noch ein paar Leerrohre reinmachen, weil da sollen noch ein paar Wände zugemacht werden.